Hallo zusammen. Ich bin richtig sauer. Ich hatte gestern Mädelsabend und wir haben lecker gekocht. Dabei ist aber meine Freundin mit dem Metalllöffel durch die Pfanne gegangen. Jetzt habe ich einen langen Kratzer und ganz viele kleine Kratzer in der Pfanne. Tja, die werde ich ja wohl entsorgen müssen. Denn wenn ich darin brate, dann ist das giftig. Hallo Heike. Ach Mensch, da musst du dich doch gar nicht so aufregen. Also ich bin mir sicher, dass jeder guten Hausfrau das schon mal passiert ist und ein Kratzer in die Teflonpfanne gekommen ist. Naja, ist auch überhaupt kein Problem. Du kannst dein Steak und deine Kartoffeln ruhig weiterbraten. Es kann nur sein, dass an den betreffenden Stellen etwas festbrät. Ja, das ist natürlich spannend, Frau Reichardt. In Beringen ist mir jetzt zugeschaltet. Arbeiten Sie zu Hause auch mit Teflonpfanne? Ja, ab und zu arbeite ich auch mit Teflonpfanne. Wo sind Sie dann so vom Gefühl her? Eher bei Heike, die sagt, wenn es einmal angekratzt ist, weg damit? Oder bei Christoph, der sagt, naja, es ist ein bisschen eine Komforteinschränkung, aber letztlich nicht schlimm? Also ich denke mal, dass die Heike recht hat. Also kratzen geht gar nicht, weil sonst gesundheitsschädlich. Er ist eingeloggt und hier kommt Ihre Antwort. Ja, ich habe recht. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man seine Teflonpfanne zerkratzt, aber gesundheitsschädlich ist es auf gar keinen Fall. Selbst wenn man etwas Teflon runterschluckt, wird dieses durch die Magensäure nicht aufgelöst und genauso wieder ausgeschieden. Ärgerlich ist natürlich, dass das Fleisch an den betreffenden Stellen etwas anbrät. Tja, aber so ganz ungefährlich sind Teflonpfannen dann doch nicht. Wenn man sie nämlich auf über 300 Grad erhitzt, dann löst sich das Teflon und es werden krebserregende Stoffe freigesetzt. Aber dies passiert im normalen Haushaltsgebrauch eigentlich nie, es sei denn, man überhitzt die Pfanne gezielt. Aber dann ist das Steak schon längst verbrannt. Mann, Frau Oh, Reichert, schade, oh. schade. Oh, ja, Mensch. Jetzt bin ich wirklich mal durchgekommen seit langer, langer Zeit. Aber wissen Sie was? Von unserem Küchenhelfer haben Sie noch viel länger Freude als von Geld, das Sie vielleicht ausgeben und dann ist es weg. Okay. Können Sie es so sehen? Ja, Ja. ist okay. Dann ganz liebe Grüße und danke fürs sportliche Mitmachen. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss, schöne Grüße. Dankeschön.